Mein Name ist Robert Günther, ich bin 32 Jahre alt, arbeite seit 2008 als Fotograf. Genau an dem Standpunkt, wo wir gerade sind, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, als ich mit einer Kollegin und einem Kollegen hier stand und wir im Hintergrund nur gehört hatten, dass die Sperren durch die Polizei geöffnet werden. Das war wirklich ein überwältigender Moment, weil wir Richtung Brienner Straße geschaut haben und einfach nur gesehen haben, wie die Massen immer größer wurden und wir ja, realisiert haben, die lassen die Leute tatsächlich auf den Königsplatz. Und das war wirklich ein überwältigender Moment, ein sehr, sehr emotionaler Moment, den man eigentlich so wirklich nur wenn im Film sieht. Über den kompletten Platz verteilt waren 25.000 Menschen. Selbst auf der Treppe standen zigtausend Menschen um den Königsplatz herum. Genau wo wir jetzt hier stehen, hier stand die Bühne, hier wurden die Reden gehalten. Glücklicherweise konnte ich Papis kurz vor seiner Rede auf die Bühne nochmal für ein Foto gewinnen. Die Pressefotografie ist ja doch ein Bereich, in dem man so ein bisschen, um es philosophisch zu sagen, wie Wasser sein muss und die Momente so nimmt, wie sie kommen. Und für mich war es ganz, ganz wichtig, da einfach auch nochmal in dem Bild die Spannung natürlich dieses Protestes mit aufzunehmen, durch die vor allem hohen Kontraste, aber auch gleichzeitig die Stärke und die Hoffnung an diesem Tag nochmal abzubilden. Von diesem Bild geht eine hohe Signalwirkung aus, findet die Jury. Es zeigt, dass die Wut über die Tötung eines Schwarzen in Amerika ein globales Thema geworden ist. Und es drückt aus, dass die Bewegung Black Lives Matter überwiegend von jungen Menschen getragen wird. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bei der Jury bedanken, die meine Bilder ausgewählt hat in der Kategorie Tagesaktualität. Und es freut mich sehr, dass Ihnen die Bilder so gut gefallen haben.